Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Talk hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal herzlich willkommen an Trading on Air. Danke für eure Zeit. Servus, danke, dass wir überhaupt da sein dürfen. Freut Ja, uns gerne, sehr. gerne. Jetzt klappt's ja endlich mal, ne? Ja, hat lang gedauert, jetzt sind wir endlich hier. Ja, nachdem beim letzten Mal der Ton nicht aufgenommen hat und sowas, ne? Also kurze Story Ja, hier für weiß ich alle. nicht, woran das liegt. Das Video war eigentlich schon, ich glaube, 4, 5 Wochen geplant und dann hat halt jemand auf den Aufnahmeknopf nicht gedrückt, ne? Oder wie war das? Boah, weiß ich auch nicht. Da müssen Auf jeden Fall jetzt umso besser, dass es jetzt geklappt hat. Also, danke, dass ihr hier seid. Ich würde sagen, stellt euch erstmal vor und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Genau, ja. Also wir sind Trading und ja, wir sind ein Team aus ja zwei. Also wir sind zu zweit, logischerweise seht ihr eh gerade. Mein Name ist Moritz, bin 20 Jahre alt und studiere BWL zusammen mit Nico und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ansonsten komme ich auch aus Bayern, wie der Manu. Das heißt hier sehr, sehr ja, bayerische Ecke. Bayerisch. Genau. Und ja, eher so aus der Region Passau, falls es hier jemandem was sagt. Aber so viel zu mir. Ja, ich bin der Nico, ich bin auch von Trading on Air. Genau, wie gesagt, ich studiere auch BWL, bin aktuell 20 Jahre alt und lebe auch in Bayern. Ja, circa eine Stunde vom Manu entfernt. Sprich, wir sind hier eigentlich eine bayerische Gruppe. Nachbarn. Ja, und jetzt hatten wir eben vor, ich glaube, wann war es, 3 Monaten oder sowas, circa, angefangen halt eben mit YouTube. Einfach mal probieren, einfach drauf los. Und ja, so viel erstmal zu uns. Perfekt. Lasst den Jungs auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, beziehungsweise erstmal ein Abo. Link ist unten in der Videobeschreibung und in der Titelbeschreibung, sagt man so, ne? Ja, auf jeden Fall in der Ja, Titelbeschreibung. Da ist auf genau. jeden Fall euer Link. Schaut auf jeden Fall vorbei. Gut, Genau, würde dann. uns sehr unterstützen auf alle Fälle. Ja, ist noch ein relativ kleiner Kanal, aber Content ist top. Ich meine, das Video kommt einen Tag, nachdem wir bei euch das Video aufgenommen haben, also die Chartanalyse. Also müsst ihr die Jungs schon kennen, ansonsten, wer sie noch nicht kennt, auf jeden Fall unten abonnieren. Und dann kann ich auf jeden Fall nur unterstützend da tätig sein, weil euer Danke. Kanal echt top ist. Nee, sind wir Gut. sehr dankbar auf alle Fälle. Ja, kein Ding. So, dann, wie seid ihr überhaupt zum Trading gekommen, beziehungsweise wie lange seid ihr denn überhaupt schon aktiv? Ja, Genau, gut, also ich. Soll fangst ich du an, einfach ja? anfangen, oder? Ja. Okay. Ja, bei mir eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe den ersten, wirklich, meine erste richtige Investition war in Tron damals, sprich TX. Auch vor circa 2 Jahren, Anfang Corona-Krise. Und da hatte ich bei einem ja, Instagram-Influencer, sprich, so, war so ein ja, Cashflow-Business-Coach-mäßig. Den habe ich schon ewig gefolgt und der hat dann irgendwie mal so eine Story hochgeladen von. Man kann jetzt investieren, der hat, ich glaube, es war 1.000 oder 10.000 Euro Minimum. Und dann war halt eben am Tag 1% Cashback. Da habe ich so, hey, wie kann denn das sein? Habe ich mich da mal ein bisschen erkundigt und dann habe ich dann halt selbst beschlossen, gut, ich will nicht so viel in die Hand nehmen, habe ich dann den ersten Huni halt eben genommen und den dann da einfach mal investiert. Das lief dann relativ gut und dann war ich dann irgendwie auch ja schon drin, sprich jetzt irgendwie circa vor 2 Jahren und jetzt irgendwie seit einem Dreivierteljahren irgendwie sowas dann auch mit dem Trading beschäftigt. Ja, genau. Bei mir war es eigentlich sogar relativ ähnlich. Bin auch über, ja, eher, also nicht über so einen Influencer, sondern eher über Kumpels aufmerksam geworden. Die haben dann in den Stories gepostet, ja, hier die und die Rendite und bla bla bla, irgendwie mit so einem Schneeballsystem. Das dann im Endeffekt wahrscheinlich eh hops gegangen ist. Ich habe es nicht mehr so genau verfolgt. Und ich habe dann eben auch überlegt, ja, soll ich da rein investieren, bla bla bla. Habe es dann Gott sei Dank eben nicht getan und habe dann mich davor ein bisschen beschäftigt und habe dann halt auch in ja, normale Krypto-Projekte wie VeChain, Cardano etc. rein investiert. Ja, so blauäugig wie man ist, sieht man halt nur die grünen Zahlen. Bei mir war es kurz vor dem Corona-Crash. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dann ein, 2 Monate danach in meinem Portfolio ausgesehen hat? Aber ich glaube, so eine Phase macht jeder mal durch. Und bei mir war es eigentlich eher positiv, dass das gleich direkt danach war. War ich gleich ein bisschen anders eingestellt und habe gleich mal die 50% Korrekturen kennengelernt, die ja auch normal sind. Und ja, so bin ich eigentlich zur Krypto gekommen und dann habe ich mich auch ja, jetzt vor einem guten Jahr dann auch mit Trading beschäftigt. Und logischerweise können wir auch ganz ehrlich sagen, dass die ersten 2, 3, 4, 5 Monate waren bei mir jetzt auch nicht profitabel. Aber jetzt die Das ist völlig letzten, normal. ist völlig normal, da muss jeder durch. Aber die letzten Monate waren jetzt dann auch profitabel und so sind wir dann auch auf YouTube gekommen, dass wir halt einfach, ja, unsere Erfahrung oder so mit, ja, mit möglichst viel eben teilen wollen und eben euch da helfen wollen. Genau. Vor allem auf eine bodenständige Art und Weise, sage ich mal. Also,
Also nicht dieses, dieses ja. Thumbnail. Darüber haben wir uns ja schon lang genug unterhalten. Nee, genau. Also wirklich normaler Content, was ich auch echt wichtig finde, vor allem für Neue, die in den Markt reinkommen und sowas. Also macht es schon echt Bombe. Ja, nächste Frage. Wie schätzt ihr momentan den Markt jetzt ein? Also wir sind jetzt seit, ich sage jetzt mal im Jahr, für mich ist es einfach Seitwärtsphase seit einem Jahr von zwischen 30 und 60k und sowas. Viele sagen, wir sind in einem Bärenmarkt. Was denkt ihr dazu? Nico, fängst du an? Ja, ich kann gerne anfangen. Also jetzt erstmal, ich würde mal differenzieren zwischen kurzfristig und langfristig. Jetzt erstmal, wenn wir kurzfristig uns das anschauen, ich denke jetzt, dass wir definitiv jetzt nochmal einen Drop gerade übers Wochenende sehen könnten. Sehr wichtig, wir hatten jetzt in unserem Video vorhin nochmal angesprochen, welche Level da halten müssen. Wenn die den halten, bin ich mittelfristig auf jeden Fall auch bullisch gestimmt. Langfristig sowieso, solange wir nicht unter die 28k kommen, sind wir immer noch in unserem Aufwärtstrend. Deshalb jetzt erstmal natürlich auf die kurzfristiger Basis ist es natürlich wichtig, dass wir da jetzt gerade das Golden Pocket halten, hatten wir in unserem Video angesprochen. Solange das hält, bin ich auch kurzfristig eigentlich bullisch gestimmt. Sprich, wir können auch die nächsten paar Wochen auch wieder höhere Preise meiner Meinung nach sehen. Deswegen, also von mir definitiv bullisch. Genau, ich sehe es eigentlich auch ähnlich wie ihr zwei. Komplette Seitwärtsphase eigentlich seit, wann waren das? April, Mai, März, ja, ich hab sogar 2021. Februar eigentlich. Februar sogar, ja, genau. Irgendwie sowas. Komplette Seitwärtsphase bis jetzt. Und da gibt es ja auch die Elliott-Wellen. Wenn man das sieht, das war einfach ein impulsiver Anstieg. Und jetzt ist es halt einfach was Korrektives. Es kann auch eine Seitwärtsphase sein. Also komplett normal, dass der Kurs nach so einem rasanten Anstieg dann auch mal eine Verschnaufspause braucht. Und ja, man sieht es auch on-chain-mäßig, dass die ganzen Big Player, die decken sich ein. Und das ist meistens auch immer ein Zeichen. Auch die Google-Anfragen sind aktuell auf einem sehr, sehr niedrigen Stand. Dass das auf einer Seite das Interesse von den Big Player aktuell da ist, aber von den kleinen Fischen wie uns beispielsweise, sage ich jetzt einfach mal, also im Geldbetrag-Sinne, die sind jetzt aktuell eher vorsichtig und wollen da nicht investieren, sind auch nicht interessiert. Das sind dann meiner Meinung nach die, die dann wieder beim All-Time-High kommen und dann uns hoffentlich die Coins abkaufen. aber ja. So wird es auch, denke ich, so wird es auch sein. Die Google-Anfragen werden, wenn wir dann auf die 100.000 Dollar rauflaufen, werden die wieder nach oben steigen und dann kommen neue Leute rein und die fallen dann genauso auf die Schnauze, wie wir es am Anfang getan haben. Ja, ich sage es auch ganz oft auf meinem Kanal eigentlich. Für die Marktphase, wo wir jetzt eigentlich haben, mit den ganzen, also einerseits klar, wir haben bullische News und alles, aber auch in der Lage, wo wir uns jetzt befinden, nach Corona, mit Krieg und allem drum und dran, finde ich, halten wir uns absolut stabil. Und wie er auch gesagt hat, mit On-Chain-Daten und sowas, die großen Fische kaufen, die kurzfristigen Leute, die haben alle schon ziemlich verkauft. Also so viele Leute verkaufen da gar nicht mehr. Der Markt ist eigentlich komplett wieder resettet, was so mit Long-Positionen und sowas angeht. Und viel, viel vorsichtiger wird gehandelt. Deswegen mittelfristig bin ich auch bullish, langfristig sowieso. Aber gut, was heißt mittelfristig? Für mich ist mittelfristig, so sage ich jetzt mal, halbes Jahr bis Jahr, bin ich einfach bullish. Dann werden wir wahrscheinlich auch in unseren Bärenmarkt kommen, dass wir dann vielleicht auch dann wirklich nur noch diese Preise sehen von 30 bis 60. Also wir haben ja einen absoluten Bodenbildungswert hier unten, wie viel da unten getrennt wird. Für den nächsten Bärenmarkt, genau. Das ist absolut perfekte Base für einen Bärenmarkt. Sowas, was wir eigentlich jetzt damals hatten mit den 10k, zwischen 3 und 10k, wo wir jahrelang durchgetradet sind mit diesen kurzen Fakeouts, sag ich mal, auf 14k da hoch. Aber was wir jetzt bilden seit einem Jahr, ist ein perfekter Boden. Also da muss er dann irgendwann mal nach diesem Bullenmarkt, in dem wir uns eigentlich meiner Meinung nach noch befinden, dann wirklich was Gravierendes passieren, dass wir unter diese Base mal wieder drunter fallen. Ja. Wahrscheinlich bouncen wir dann irgendwo zwischen 50 und 60. Dann kriegen wir unsere Korrektur auf 30 oder sowas, kann ich mir sehr gut vorstellen, wo dann rasch wieder aufgekauft wird. Also das ist für mich perfekte Bodenbildung. Und ja. Sieht es auch gut in Sachen Adoption, da was da die letzte oder das letzte Jahr jetzt mit El Salvador beginnt, alles in Gang gekommen ist, das ist alles bullisch und der Kurs bewegt sich seitwärts. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da wirklich dann die Big Player sagen, und jetzt lassen wir die Zügel los und jetzt Abfahrt nach oben. Ja, vor allem wird dann irgendwann auch dieser Supply-Shock und alles kommen. Genau. Ja, genau, der Supply-Shock. Ich habe jetzt letztens was gelesen, dass irgendwie so viel Bitcoins von den Börsen schon runtergenommen sind, dass der irgendwie gar nicht mehr unter, das war es, 25.000, 28.000 aktuell fallen könnte. Ja, das, weil du es gerade ansprichst, das ist ja auch sowas Interessantes im Endeffekt. Umso weniger BTCs auf Exchanges sind, desto weniger können natürlich auch nach oben hin verkauft werden. Das heißt, wir haben halt auch viel, viel weniger Druck, nach oben hin dann abverkauft zu werden.
Das heißt, wir können ja im Endeffekt weiter und weiter steigen, weil einfach viel, viel weniger BTC auf den Exchanges sind. Genau. Das heißt, wir haben viel, viel weniger Verkaufsdruck und so. Und wenn wir dann irgendwann in diese Bullenphase wieder reinkommen und die Leute dann FOMO verspüren, dann kann das halt relativ flott gehen, dass wir halt einfach gigantische Kurssprünge sehen. Ne? Genau. Heißt es nicht, dass wir das nächste Woche sehen oder so, by the way. aber die Zeit wird kommen. Das bahnt sich an seit, sage ich mal, einem Jahr. Man soll, klar, On-Chain-Daten nicht zu überstrapazieren. Genau. Ihr wisst, was ich meine. Aber trotzdem, es ist ein gutes Tool, einfach um den Markt ein bisschen einzuschätzen, nochmal von der anderen Seite kennenzulernen. Vor allem eher langfristig dann. Richtig, ja. Kurzfristig, finde ich, macht On-Chain weniger Sinn. Ja. Aber einfach so den Trend dann langsam zu erkennen. Auch wann werden wieder BTC zu Exchanges gesetzt und sowas. Man braucht ja auch eine Exit-Strategie. Und ich glaube, dafür eignet sich das ganz gut, einfach so das Marktumfeld sich zu bilden, um dann sich dann wirklich eine Exit-Strategie beizulegen. Also die habe ich mir auch gesetzt. Bei 100.000 oder so um die 100.000 wird der erste Teil verkauft. Wenn wir drüber gehen, dann immer so stepweise, weil man wird nie das Top erwischen. Das wird nie eine, also wer mir das zeigt, der wirklich dann auf einen Dollar genau oder 1.000 Dollar genau das Top verkauft, Respekt. Chapeau, genau. Ja, aber... Und das soll er dann erstmal regelmäßig machen, dass nicht Glück war. Richtig, richtig, dass das nicht nur Glück war. Aber lieber Exit-Strategie, nimm die Gewinne mit, nicht zu gierig werden und gut ist. Genau, wenn es die oberen 10% abfangst vom Top. Richtig. Da würde jeder so unterschreiben, zumindest ich würde es gleich unterschreiben. Ja gut, 10%, wenn man mal so drüber nachdenkt, sagen wir mal so eine Millionensumme, ja 10% sind dann halt auch 100.000 und sowas. Ne? Ja. Aber klar, du wirst es nicht erwischen, ganz ehrlich, sei so zufrieden mit dem, was du hast und gut ist. Profite hast erst, wenn du verkaufst. Genau, wenn du es auf dem Konto hast oder auf deiner Exchange oder sonst was. Ja. Genau. Deswegen, ja. Gut. Nee, absolut. Perfekt. Genau. Wie ist denn so euer Portfolio aufgeteilt? Ich meine, die Community bei mir kennt so, ich bin eher so 70, 20, 10, also 70% Bitcoin, 20% Ethereum. 10% stimmt bei mir auch schon gar nicht mehr, weil ich jetzt mittlerweile angefangen habe, nachdem ich das Video mit CryptoGainer gemacht habe, ein bisschen in Shitcoins, Altcoins zu investieren, noch in so Low Caps. Also das heißt, bei mir sind so mittlerweile eher so 70, 20, 5, 5 oder sowas in der Art, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh, wobei ich das auch noch ein bisschen weiter ausbauen will. Aber wie ist denn da so euer Stand? Also habt ihr es unterschiedlich diversifiziert oder seid ihr da relativ straight auf einer Linie? Wolfs, fängst du? Ja, ich werde jetzt, glaube ich, Manu, haben wir vorher schon leicht drüber geredet, ein Dorn im Auge sein oder so, mehr oder weniger. Denn ja, ich habe ehrlich gesagt nicht einen Cent in Bitcoin drinnen. Liegt ganz einfach daran, ich sehe einfach bei Bitcoin. Es ist einfach so, wenn wir bei Bitcoin auf 100.000 beispielsweise rauflaufen, habe ich Stand jetzt ein Profit von guten 100%. Cardano aktuell beispielsweise bei 90 Cent oder 90 Dollar Cent. Wenn Bitcoin auf 100.000 Dollar raufläuft, dann sehe ich Cardano definitiv wieder mindestens bei den 3 Dollar beim Alltime High. Und dann habe ich bei Cardano schon 2x. Und daher, ja, bin ich eher lieber in Altcoins drinnen, wie im Bitcoin. Klar, Ethereum ist halt dann bei mir auch eine größere Position, weil es halt der Upper Altcoin ist, wenn man es so nennen will. Ja. Daher bei mir kein Bitcoin. Ziemlich viel Altcoins, verschiedene, also Cardano, Link, XRP, alles Mögliche wirklich. Und ja, mittlerweile hat sich mein Portfolio auch gut verschoben wegen Luna. Nehme ich aber aktuell noch nichts raus, aber denke ich dann in Zukunft auch mal dran, da, wenn es steuerfrei alles ist, dann die Coins rumzuswappen, weil so ein krasser Anstieg, was Luna da hingelegt hat, kann natürlich auch alles wieder in die andere Richtung gehen, das heißt, da immer vorsichtig sein. Aber bei mir ist wirklich so, die größeren Altcoins, also ich bin, habe mir da so in meinem Kopf so Blockaden gemacht. Ich meine, Top 50 Altcoins, da bin ich dann schon eher überwiegend drin. Also Ethereum macht, glaube ich, 20% oder so aus. Luna halt jetzt macht eigentlich, wie gesagt, wirklich das meiste aktuell aus. Ist halt auch mittlerweile ein Top 10 Altcoin. Aber sonst so die Top 50 Altcoins machen dann schon 80% aus und dann habe ich wirklich noch so kleinere, kommen wir später eh nochmal drauf, die halt einfach, ja, wo halt einfach ein Potenzial ist, aber da auch gut diversifiziert, wenn da, keine Ahnung, beispielsweise nur 500 Euro drin sind und das Teil geht ab wie Schmitz Katze, dann freue ich mich, wenn die anderen 9 verschwinden, blöd gesagt, dann ist mir egal, wenn es eine in 20x liegt, dann deswegen einfach zur Diversifikation habe ich da dann noch ein paar andere Altcoins drin. Aber wie gesagt, Bitcoin keinen, wird vielleicht die meisten überraschen, aber genauso ist bei mir. Sehe schon, das war das erste und letzte Video. So schlimm ist es dann auch nicht. Jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Nee, in Stablecoins investiere ich noch nicht.
Ich habe gehört, der Euro soll ganz gut sein oder Dollar. Euro und Dollar, ja. Vor allem der Money Stock Flow. Ja. So, der, der geht steil. Kann man den eigentlich? Ja, machen? Der stimmt mich. Kann man den long? Also wer, anderes Thema. Genau. Jo, ich habe mein Portfolio insofern aufgeteilt. Ich habe ein an sich Portfolio, das ich eigentlich überhaupt nicht berühre. Da sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei Manu. Ich habe da ca. 65% Bitcoin, würde ich sagen, 15% Ethereum, mein 15% in verschiedene Altcoins investiert, jetzt sei es jetzt XRP, Tron, sonst was, alles Mögliche. Dann habe ich eben noch 5% einfach Low-Cap-Coins, da kommen wir später nochmal dazu, beziehungsweise auch einfach teilweise Shitcoins, die ich einfach eigentlich keinen wirklichen Nutzen haben, wo ich dann einfach mal ein bisschen einen kleinen Betrag investiert habe. Und dann habe ich halt eben noch ja, eins, wo ich sozusagen 60% Bitcoin und 40% Ethereum, das ich immer eben dynamisch versuche nachzukaufen. Jedes Mal, wenn ich jetzt sehe, gut, wir können jetzt hier eine größere Rejection sehen, dann versuche ich da zu verkaufen, um eben einen besseren Einstiegspreis dann eben zu erzielen. Und so versuche ich halt eben das Risiko eben in meinem Portfolio zu verringern, um halt dann eben später gerade mal beim HODL-Portfolio dann bei den ersten, ja, ich würde mal sagen, bei den 100k dann circa die ersten Profite auf jeden Fall zu realisieren. Ja, 100.000 Dollar mag erstmal psychologisch auch. Ja. Also ich kann mir da definitiv eine größere Rejection bei den 100k vorstellen. Ja, muss man halt dann auch schauen, wie die Indikatoren dann alle stehen, wenn wir dann bei den 100.000 Dollar sind. Ich kann mir auch sowas vorstellen, wie wir bei Luna gesehen haben beispielsweise, wie wir auf 100 Dollar raufgelaufen sind. Sind wir kurz drüber gewickt auf 103 Dollar oder so. Ja. Nochmal ein paar Leute, oh ja, wir haben die geknackt, jetzt geht's richtig ab und dann zack, 50% Korrekt. Genau. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir kurz drüber wicken. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Aber prinzipiell, ja. Darüber musst du dir ja keine Gedanken machen, ne? Ich meine, wer kein Bitcoin im Portfolio hat, ne? Genau. Ja, naja, aber die anderen Coins verhalten sich ja immer sehr, sehr ähnlich. Deswegen schaue ich da natürlich, obwohl ich kein Bitcoin habe, ziemlich häufig auf den Bitcoin-Preis und verkaufe auch die anderen Coins dann. Oder meine Exit-Strategie ist eigentlich nur an Bitcoin gekoppelt, weil der halt einfach die Richtung vorgibt. Kann man schon so machen. Klar, ist nicht verkehrt auf jeden Fall. Deswegen. Und ja, klar, HODL-Portfolio und Trading-Portfolio ist bei mir natürlich auch getrennt. Ja, das ist auch strikt bei mir getrennt. Das hat HODL-Portfolio, das ist wirklich... Auch wegen dem netten Thema Steuern und sowas, da habe ich keinen Bock, dass da irgendwas... Einfach nicht anfassen. Genau, einfach wirklich nichts drücken, jeder Klick kann steuerlich fatale Fehler haben. Richtig, und da habe ich auch keinen Bock. Aber genau, deswegen, ist ein Thema deswegen, für sich. Deswegen, bei mir die Aufteilung HODL-Portfolio zu Trading-Portfolio 95:5. Ja. Ganz einfach ist, glaube ich, ein Klassiker, den viele gehen einfach. Damit man abgesichert ist, egal in welche Richtung das geht. Richtig, ja. Nee, ist auch gut so. Ja, interessant auf jeden Fall. Nächste Frage. Seht ihr dieses Jahr noch ein All-Time-High? Wir haben es ja schon mal angesprochen, so ungefähr. Und was ist denn euer Preisziel? Einfach mal kurz und knapp. Ja, All-Time-High dieses Jahr sehen wir aktuell durchaus realistisch, weil wir einfach unserer Meinung nach nicht mit dem Bullrun durch sind. Haben wir eingangs schon mal erwähnt. Das ist jetzt nur eine Seitwärtsphase, quasi eine korrektive Phase innerhalb eines Aufwärtstrends und jede korrektive Phase wird dann wieder aufgelöst durch die Trendfortsetzung und es wäre dann logischerweise im nächsten Run-Up und wir sind auch, ja, wenn man die Bitcoin Logarithmic Growth Curve, ich weiß nicht, ob du die auf deinem Kanal schon mal gezeigt hast, bestimmt. Nee, gezeigt nicht, aber ich habe es auf jeden Fall. Aber angesprochen. Mhm. Aber auf alle Fälle, da ist ja, glaube ich, sind wir gerade unten bei 32.500 Dollar. Das hat immer ziemlich genau den Boden vorhergesagt, außer beim Corona-Crash, aber es war ja so ein News-Black-Swan-Event. Das ist so Black-Swan-Event, das hat man ja schon. Genau, eben. Und da sagt man eben, ja, ist eine Ausnahme, dass da quasi der Kurs drunter kracht. Aber ansonsten sind wir da ziemlich nahe, gerade aktuell an der untersten Kurve. Und das war hat bis jetzt immer gehalten. Klar können wir kurz drunter wicken, aber auf Weekly-Basis sind wir da immer drüber geschlossen. Ja. Das heißt, sind wir sehr, sehr nahe am Boden. Und dann könnten wir uns vorstellen, dass wir da dann vielleicht sogar die nochmal antesten und dann wirklich dann final wegbouncen. Und dann wirklich Richtung, 80.000 Dollar halten wir nicht für unrealistisch, weil wenn man die zwei Highs, die wir gebildet haben, einmal 2021, März, so rum, und das jetzige All-Time-High, wenn wir die verbinden, kommen wir ungefähr bei 80.000 Dollar raus. Müssen wir im Chart genau nachschauen. Das könnten wir uns definitiv vorstellen, beziehungsweise ich. Und dann müssen wir halt schauen, wie die Indikatoren oben sind, wo ist die mittlere Bitcoin-Logarithmic Growth Curve, weil da gibt es meistens auch eine Rejection. Da muss man dann schauen, aber zwischen 80.000 und 120.000, sage ich mal, ist jetzt nicht so unrealistisch, dass wir die obere Kurve anlaufen bei Bitcoin. Mag ich jetzt mal zu bezweifeln, vor allem in dem Jahr, die liegt ja aktuell, glaube ich, schon bei 170.000 Dollar.
Ist jetzt wieder das Ja, ich typische glaube sogar Moonbreak, ich 180, weiß. weil 180 ist so, das ist so auch mein Ziel, wo ich Maximum, also wirklich Maximum, Maximum wirklich oben die Kurve und dann ist wirklich Schicht im ja, Schacht, also dass wir da deswegen, drüber ausbrechen. ich bin auch eher so 100, 130 km, wenn es auf 180 geht, umso besser, ne? Aber Ja, das ist klar. dann schon, das ist das, was wir gerade angesprochen haben mit dieser Exit-Strategie. Für mich ist so dieser erste Step 100, 130, wo du einen Teil verkaufst und dann gibt es halt noch das, was wir jetzt gerade angesprochen haben mit diesen 180 km oder 170 da um den Dreh. Wo ich dann auch sagen würde, okay, wenn wir da wirklich angelangen, werde ich wahrscheinlich echt den größten Teil dann weg draus haben, einfach um das Risiko zu minimieren. Wenn wir dann immer noch auf 250 gehen, habe ich zwar immer noch einen Teil drin, dann verliert man zwar noch mal ein bisschen was, ne? Aber ganz ehrlich, Profit ist ein Profit und fertig, ne? Also, Und erst wenn man es gemacht hat, ist es ja. wirklich Profit, haben wir vorher Richtig, ja. angesprochen, genau. Ja, also eigentlich, ich sehe es auch eigentlich ähnlich wie ihr. Also sprich, ich weiß nicht, 150 km finde ich schon relativ hart. Gut, wenn Bitcoin Bock hat, haben wir ja schon öfter gesehen, kann der da auch komplett durch die 100 km durchballern. Was ich eher für realistisch finde, sind so 80 bis 90 km, wie es Moritz schon angesprochen hat, wenn man die Highs eben miteinander verbindet. Da könnte ich mir definitiv nochmal eine Rejection vorstellen. Und man muss natürlich beachten, wir sind jetzt schon bald im Mai. April ist jetzt bald rum. Wir haben jetzt da noch 9 Monate übrig. Wenn man sich das im Chart ansieht, müsste man es schon echt nochmal richtig gut hochpumpen. Definitiv möglich, gar keine Frage. Aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass wir die 80 bis 90 km sehen. Und solange wir, wie gesagt, nicht die 28 km unterschreiten, sind wir definitiv immer noch im Aufwärtstrend. Und da habe ich keine Bedenken, dass wir da dieses Jahr nochmal ein All-Time-High sehen könnten. Also ähnlicher Meinung wie ihr auf jeden Fall. Klar. Ja, Drunter ist er, glaube ich, auch bei mir wäre 26. es persönlich lieber, als nächstes Jahr, ich habe mein Auto verkauft und in BTC gesteckt. Das ist wirklich wahr, ne? Ich habe das vor ein paar Monaten schon auf meinem Kanal immer wieder angedeutet. Ja, jetzt habe ich es verkauft, jetzt steckt halt alles in BTC, ne? Deswegen, wegen Steuern und sowas, hätte ich nichts dagegen, wenn es das nächstes Jahr soweit ist. Die Frau hat auch. Kommt dann der Lambo, oder Da wie? kommt dann der Lambo, ja, genau. Nee. Von der Schiene bin ich schon lang weg, aber hätte ich nichts dagegen auf jeden Fall. Ja, nee, auf alle Fälle. Aber wo man dann am Ende vom Jahr steht, Ja, klar. es ist immer sehr, Absolut. sehr schwierig, jetzt da so eine Ja, schwierig Entscheidung zu zu sagen. treffen. Ne? Klar, aber drunter die 28k, die du angesprochen hast, Nico. Drunter ist ja noch das Golden Pocket bei 26.000. Ja. Ist hier wirklich, also unserer Meinung nach, Worst Case wirklich 26.000 Dollar. Vielleicht kurz so weg drunter, 25. Aber dass wir da die 20k und die 16k und die 10k, was da alle schreien, sehen, Ja. das sehen wir für genauso realistisch, wie dass wir die 300k jetzt dann Genau, dieses Jahr noch ja. sehen. Genau. Gut, dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ja. Metaverse und NFTs. Wie ist eure Meinung dazu? Ich sage dazu kein Ja. Wort mehr. Ja, Metaverse und NFTs. Wir haben mal ein paar Metaverse-Tokens getradet oder so, aber nichts jetzt wirklich im HODL-Portfolio, habe ich jetzt auch nichts drinnen. Ich auch nicht. Habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel damit beschäftigt, weil irgendwie, dass ich eine Hochzeit digital abhalte, Ist doch geil. jedem Geil. das seine, aber ich Billig. mag's dann. Jeder ist Ich würde. dabei. Du kannst keine Ahnung wo sein. Nee. Ich weiß, was du Ja, meinst. ist jetzt nicht so mein Vorzugsort für eine Hochzeit, jetzt sagen wir es mal so. Jeder natürlich, wie er will, kann, ihr könnt gerne da Metaverse heiraten. Daher bin ich da eher etwas skeptisch. NFTs eigentlich auch eher Richtung eher skeptisch. Da gab es jetzt auch eine News, dass das erste NFT, glaube ich, wieder fast wertlos ist mittlerweile. Das ist, glaube ich, bei, ich schätze mal 80%, und ich glaube, das ist relativ schon weit Genau. unten, dass die meisten einfach wertlos werden. Im Endeffekt Ja. musst du realisieren, ich kann einen Das Screenshot ist machen. ein, genau. Also, Genau, das ist. solange da kein Nutzen dahinter ist Genau. und ich mir einfach nur ein Bild von einem Stein kaufe. Ja, Ja, genau. sorry. Ja, eben. Entschuldigung. Das ist halt. Nee, es sind wir absolut, oder ich bin da absolut deiner Meinung. Keinen wirklichen Use Case. Momentan Lustigerweise, zumindest, also momentan momentan, ja. zumindest. Genau. Lustigerweise habe ich mir genau heute mein erstes NFT gekauft. ist im Projekt Steppen. So ein Schuh, sagt wahrscheinlich ein paar von euch was, könnte ich mir vorstellen, ist aktuell relativ im Hype. So wie es halt immer bei NFTs ist, das ist alles Hype-basiert. Deswegen schaue ich da auch, dass ich mein Geld, also das, wer Steppen nicht kennt, brauchst du quasi einen Schuh und dann kannst du am Tag so und so viel Meter gehen oder Energie, also Zeit gehen. Und dann kriegst du da quasi wieder so Tokens zurück und die kannst du dann wieder verkaufen. Und dann schaue ich eigentlich relativ schnell, dass ich da meinen Einsatz raus habe und dann nur noch mit Spielgeld drin rumspiele. Ich finde das Spielprinzip mega cool. Also das ist ähnlich wie, wenn jemand von euch noch was sagt, früher, finde ich, hat ziemlich viele Ähnlichkeiten. Und
Deswegen, ich finde das Spielprinzip cool. Ich wollte einfach mal ein bisschen spaßeshalber was reinstecken und mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber prinzipiell alles, ich gehe da auch nicht davon aus, dass ich das NFT irgendwie ein, zwei Jahre halte, weil ja, NFTs sind alle Hype-basiert, auch wenn das jetzt vielleicht ein Mini-Use-Case hat, aber der Mini-Use-Case ist auch nicht mehr da, wenn der Hype nicht mehr da ist. Deswegen, ja, mit den Mini-Use-Case, da greifst du zwar schon ein bisschen vor, wegen den Low-Caps und so, was wir jetzt gleich noch machen, aber genau. Ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen und so. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht, auch wenn ich von NFT nichts halt und sowas, ne? Aber von der Idee her finde ich es ja gar nicht so schlecht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Für die Community, wir gehen jetzt gleich nochmal ein bisschen näher auf GST war es. GST heißt ja, der Token, genau. gehen wir jetzt gleich nochmal näher drauf ein. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, wenn wir da mal was starten sollen, also wir zu dritt, und ihr da Interesse habt, weil wir haben da wirklich überlegt, ob wir das GST nochmal ein bisschen mehr auseinandernehmen, sage ich mal, noch ein bisschen mehr in die Materie reingehen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne unten mal in die Kommentare rein, wenn ihr darauf Bock habt oder wie wir das aufziehen sollen und sowas. Wir investieren dann unser Shitgeld in Shitcoins und sowas. Kann man ja so gut sagen. Ja. Also wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und wird uns echt mal interessieren, dann würden wir vielleicht echt mal so ein Projekt starten. So eine Serie mehr genau, oder weniger wie so ein Let's Serie. Play vielleicht. Wie gehen wir vor? Wie leveln wir den Schuh? Und genau. Heißt der Geier was man alles machen kann. So was in der Art auf jeden Fall. Also wenn ihr Bock drauf habt, einfach unten in die. Wir verbrennen unser Geld und ihr habt Content. Passt doch. Genau. Direkt mit Fiat. Genau, Hauptsache Fiat deswegen. Ja, meine Meinung zu NFT ist eigentlich ähnlich wie bei euch. Komplett an sich Hype-basiert. So schnell wie möglich natürlich Break-Even aus solchen Dingen. Meiner Meinung nach rausgehen. Klar kann so ein Ding auch dann komplett durch die Decke gehen, aber ich halte sowas immer für relativ unwahrscheinlich. Steppen finde ich noch einigermaßen, ja, ich finde das Projekt auch cool, verfolge ich jetzt auch schon, ja noch nicht lang, aber jetzt schon einige Tage gibt es auch noch nicht so lange das Projekt und ich bin auch gerade am Überlegen, sprich, wenn ihr da Bock drauf habt, wäre ich da auf jeden Fall auch dabei, dass wir da mal da einsteigen, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, keine Ahnung, Metaverse ist auch so ein Ding, ja, von Moritz schon angesprochen, das mit der Hochzeit, gut, aber ich sehe es jetzt eher so für ja, Arbeitszwecke. Mhm. Da finde ich das Ding eigentlich schon relativ gut. Ja, gerade wenn man irgendwie welche Sitzungen oder sonst was abhalten muss, finde ich das schon, hat auch gut Potenzial. Habe ich aber auch keine Metaverse-Tokens in meinem HODL-Portfolio. Wie gesagt, wir haben schon ein paar getradet. Aber ich halte da auch nichts und ich beobachte das jetzt aktuell genug. Gerade mal Stichwort Web 3.0. Kann mir definitiv vorstellen, dass wir da so einen Move in die Richtung Metaverse auf jeden Fall sehen, ja. Auf alle Fälle, ja. Also ich werde auch im nächsten Bärenmarkt das in so Metaverse-Token investieren. Einfach, keine Ahnung, 1-2% rein. Und ja, wenn das Ding durch, ähnlich wie bei den Small-Cap-Coins, wo wir es dann noch genauer drauf eingehen, wenn die dann durchgehen, dann freue ich mich, bin dabei. Aber ich bin jetzt nicht bereit, dass ich sage, okay, 20% geht in Metaverse rein. Nee, weil ich das so geil finde. Gute Diversifikation ist wichtig. Also im Endeffekt, so wie bei Aktien und sowas, finde ich das ist mittlerweile bei Krypto auch nicht verkehrt, um, sage ich mal, so auf die Zukunft ein bisschen zu wetten auch im Endeffekt. Jetzt nicht in ein Metaverse-Projekt zu investieren, genau, nicht auf ein Pferd setzen. Also so wie in so Branchen halt, sowas wie Tech-Aktien und sowas, genau. Gesundheitsfirmen und sowas, einfach sowas halt auch im Kryptomarkt. Und ich denke, das wird halt auch dann irgendwann so sein, dass du wirklich 90% hast, wo dann einfach wegfällt irgendwann mal und sich dann ein paar Projekte halt einfach gehalten haben und sich dann auch durchsetzen werden. Und so werde ich mein Portfolio dann auch jetzt weiter noch ein bisschen umstrukturieren. Dann vor allem dann, wie du auch sagst, im Bärenmarkt dann nochmal genauer drüber blicken. Ja. Erstmal den ganzen Hype dann runterlassen und dann so Step by Step wieder in den Markt reinzukommen und dann halt wirklich zu diversifizieren. Genau, ja. So viel eigentlich zu NFTs sonst. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Irgend so ein Bild, das kann ich auch, also das ist wirklich nicht ein Hexenwert, so ein Bild, das kann ich euch auch auf 2 Stunden erstellen, irgend so einen verpixelten Affen oder was weiß ich, was da alles gibt und verkauft es dann für $2 Millionen. Ja. Wenn sie jemand abkaufen will, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber ja. Ja. So viel dazu. Gut, aber sehr interessant auf alle Fälle. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Low Caps, wir haben es schon angeteasert. Jetzt mal außer GST, was habt ihr denn noch so auf dem Schirm? Also ich sag Low Caps mal so am Rande für die Community. Wir haben jetzt mal alles so gemacht, was so unter 200 Millionen einfach ist. Das kann man noch sagen, fällt noch unter Low Caps einfach meines Erachtens, weil da einfach noch das Potenzial, sage ich mal, da ist, um 10x oder sowas zu machen. Ja, nee, bei mir ist eigentlich so, GST habe ich hauptsächlich auch nur wegen Steppen.
Sonst wäre ich da auch nicht drauf gekommen. Ist übrigens auch ein cooler Name, Green Satoshi Token. Auch sehr, sehr geil. Gibt es übrigens bei, ich glaube momentan, was haben wir gesagt, Huobi, Maxi. Huobi gibt es, genau. Also Maxi habe ich es gekauft und ich glaube noch irgendeine Börse. Ich glaube, Bybit gibt es auch, habe ich dir ja gesagt. Ne? Also GST ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Ja, Bybit weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, aber du hast irgendwie was gemeint. Ja, also wenn nicht einfach bei CoinMarketCap vorbeigucken, wie gesagt, no financial advice by the way, aber da findet ihr alle Börsen, wo es gibt und es ist relativ weit verbreitet schon. Genau, also das gibt es ja auch die Aktivierungscodes, die man da braucht, dass man da reinkommt. Die sind sehr, sehr selten, dass man da an einen rankommt. Bei 1000 am Tag ist jetzt auch nicht die Welt. Mhm. Genau. Nee, aber so Small Cap Coins, wirklich, wie gesagt, GST aktuell. Sonst Dent noch etwas, aber das ist leicht über 200 Millionen Marktkapitalisierung. Aber sonst bin ich dann in Small Cap Coins ehrlich gesagt leider noch nicht so stark drinnen. Sondern eher so was bisschen über Small Cap Coins, Mid Cap Coins, wenn man das so nennen kann, was so zwischen 100 und 200 auf bei Market Cap ist. BitTorrent, EOS, Dash, solche Projekte, da bin ich ein bisschen drin, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht wirklich, was die können. Ich habe da einfach nur zum Diversifizieren einen kleinen Betrag reingehauen, irgendwie 1-2% vom Portfolio. Wenn das Ding abgeht wie Schmitz Katze, dann bin ich dabei. Und wenn es verschwindet, dann ist mir egal. So ja. Gehe ich dann immer an solche Projekte ran, die jetzt nicht so in den Top 50, Top 10 sind. Ja, man sollte auch nicht zu viel da rein investieren. Ich meine, das Geld, was man bereit ist zu verlieren, wobei genau. Es bei allem gilt, aber ich sag mal so, bei genau, ja, klar. Ist es halt nochmal ein bisschen extremer oder so, genau. Dass man da halt nicht jetzt ein riesen Kapital reinsetzt. Ich meine, auch mit wenig Kapital kann sich dann extrem schnell vermehren. Ne? Muss man sich halt auch genau. Ein bisschen bewusst sein, da auch nicht zu gierig zu sein. Ja, ich stecke jetzt hier 10.000 Euro rein zum Beispiel. Damit ich schnell Millionär werde, nee, du kannst auch mit 100, wenn das Ding einfach mal ein 100x macht, was ja bei so 2 Millionen, 3 Millionen Market Cap ist, ist nichts. Das ist gar nichts. Also da hast du auch schnell deine 10.000 durch einen Huni-Einsatz gemacht. Ne? Also muss man dann auch immer überlegen, wie viel Kohle man da reinsteckt, ist natürlich auch jedem seins, aber so gehe ich dann eher an die Sache ran. Ja, genau, sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Ein kleiner Betrag rein zum Diversifizieren, ja. Schadet nicht. Aber jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich schiebe da jetzt 20% ja. Von meinem Portfolio in Small Cap Coins oder absolut. Kleinere Coins. Kann jeder machen, wie er will, aber mein Ding ist es nicht. Da bin ich dann vielleicht ein bisschen zu risikoscheu, wenn man das im Krypto-Game sagen kann. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also bei mir waren es auch irgendwie, ich glaube, 5% oder unter 5% so Low-Cap-Coins beziehungsweise ja, Schmutz-Coins. ja, also an sich einziger Schmutz-Coin sozusagen, wenn man das so nennen will, den ich halte, ist ElonGate. Kennt vielleicht schon ein paar von euch, da habe ich mal ein bisschen was aus Spaß investiert. Sieht, glaube ich, gar nicht mal so gut aus, aber das habe ich mir schon gedacht. Falls das Ding mal komplett abgeht, bin ich dabei. Deswegen da immer auf jeden Fall einen kleinen Betrag verwenden, wenn ihr in solche Coins investiert. Und an sich, das Geld muss euch definitiv dann in dem Fall egal sein, sonst die ganze Zeit da dann hinzugucken und oh Gott, jetzt ist das Ding wieder um 20%, das bringt es nicht. Dann lieber lassen und sinnvoll in Bitcoin oder sonst was investieren. Aber falls man natürlich mal so ein 10 bis 20x mitnehmen will, dann definitiv in Projekte mit Potenzial hat eben investieren. Ich hatte zum Beispiel jetzt noch Clayton, hatte ich noch. Ich glaube, das war irgendwie auch so um die 200 Mio, habe ich jetzt aber gar nicht im Kopf. Und Silica, das sind so die Small Cap Coins, die ich aktuell halte. Ja, und ansonsten eigentlich konzentriere ich mich da auch ähnlich wie Moritz und Manu eben auf die Altcoins, auf die größeren hier, Tron, XRP und eben ja, Projekte halt eben, die etwas mehr Marktkapitalisierung eben schon haben. Ja. Ja, apropos Altcoins, können wir ja Altcoin-Season. Ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung, Manu? Sind wir aktuell in der Sideways-Range, wie wir es vorher besprochen haben? Wir haben es ja in eurem Video angesprochen mit der Bitcoin-Dominance, so bei, was haben wir gesagt, 40-41%. Ich glaube 41, also, 42, irgendwie sowas. Ich sehe da eher so jetzt den nächsten Move von Bitcoin kommen und dann erst wieder eine Altcoin-Season, weil wir sind halt schon relativ weit unten. Das Problem ist, wir kriegen jeden Tag gefühlt 1000 neue Altcoins. Ich weiß nicht, wie halt die Bitcoin-Dominance in der Hinsicht dann noch so zu werten ist über längere Zeit halt noch. Ne? Wenn du jeden Tag 1000 neue Shitcoin-Produkte auf den Markt wirfst, ne? Verzerrt halt absolut auch diese Bitcoin-Dominance. Ne? Ja. Also deswegen nehme ich das schon ein bisschen weniger, sag ich mal, war jetzt mittlerweile mit der Dominance, weil halt jeden Tag neue Projekte, neue Shitcoins und sowas in den Markt kommen, neues Shit-Money gefühlt. Ja, für mich muss erst wieder Bitcoin, sag ich mal, ordentlich pumpen. Stabilisieren und dann kommt die nächste Alt-Season. Weil momentan waren es ja immer so Bewegungen, die Altcoins stürzen nochmals das Doppelte von Bitcoin ab, kommen dann doppelt so hoch, zwar zurück. Aber das ist für mich keine Altcoin-Season. Für mich ist es dann eher Bitcoin
bleibt ewig lang da oben im 60k-Bereich, immer mal wieder so ein kleines neues All-Time-High. Ja, genau, wie wir es da gesehen haben. Und die Altcoins performen einfach ohne Ende. Das ist für mich Altcoin-Season, was das jetzt war vor kurzem da. Das war für mich einfach Verluste minimieren, um dann wieder jetzt erneut zu dumpen. Cardano, gleiches Beispiel, wir waren bei 80, 90 Dollar Cent, auf 1,30 hochgepumpt, jetzt sind wir wieder da unten. Ne? Das ist für mich keine richtige Altcoin-Season. Das war für mich so ein kurzer neuer Herzschlag und dann ist wieder vorbei. Ja, nee, absolut. Also, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Wir hatten das ja vorhin, wie gesagt, schon angeschaut, hat mir eine interessante Supportline eben auch mal vorgestellt. Wenn die meiner Meinung nach bricht, sehen wir schon sowas, was man jetzt Altcoin-Season nennen kann, dass die da nochmal gut anziehen. Was ich aber persönlich für wahrscheinlich halte, dass wir jetzt nochmal runterkommen, circa auf die 39, da ist eben diese wichtige Supportzone und dass wir da dann nochmal ein gutes Stück Richtung 43k gehen könnten. Und dann sieht es erstmal mit der Altcoin-Season schlecht aus, aber wie Manu schon sagt, man kann da definitiv auch später nochmal, gerade weil halt eben so viele neue Altcoin-Projekte eben gerade an den Markt kommen, dass wir da später nochmal eine Altcoin-Season auf jeden Fall sehen. Aber dafür muss wirklich Bitcoin erstmal wieder nachhaltig in die Region 50 bis 60k kommen, auf jeden Fall. Klar, sehe ich relativ ähnlich. Bitcoin, also dass es eine Altcoin-Season gibt, muss Bitcoin da definitiv erstmal ein bisschen noch anziehen. Und meistens ist ja so, dass Bitcoin dann auf ein Retracement, entweder aufs Golden Pocket nochmal nach oben läuft oder aufs 0786er Fibonacci und von da an final abverkauft. Aber also ich sehe es jetzt zumindest nicht so, dass wir jetzt auf, wo ist denn das Golden Pocket? 55.000, glaube ich, gerade. Und das 0786er müsste dann irgendwie knapp bis 60.000 sein. Dass wir da jetzt rauflaufen und dann nochmal final abverkaufen auf 20.000 Dollar, sehe ich aktuell nicht. Sehe ich nach so einer langen Zeit, ehrlich gesagt, auch nicht. Das muss schneller gehen. Also genau, das muss, wenn, dann werden wir stärker abverkauft und erholen uns dann ziemlich gut und da gehen die Altcoins dann ab, die nochmal was, dann können wir drüber reden über den Altcoin-Season, aber wir werden nicht abverkauft, konsolidieren 4 Monate lang und dann hackeln wir uns irgendwie hoch. Glaube ich auch nicht. Ja, das sehe ich jetzt nicht so, aber die nächste Altcoin-Season wird auf alle Fälle kommen. Die kommt und wird heftig. Die kommt und die wird heftig und die, ich meine, die letzte war ja auch krass, wenn man schaut, VeChain beispielsweise 17.000% oder so seit dem Corona-Crash bis zum All-Time-High. Also, wenn es nur die Hälfte ist, ist ja auch krass. Und also, das wird jeder, glaube ich, liebend gern mitnehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt schon investiert seid für die nächste Altcoin-Season, seid ihr dann mit den jetzigen Preisen unserer Meinung nach relativ gut aufgestellt. Aber ja, da wird Bitcoin erstmal den Ton vorgeben, wo es dann auch hingeht, sieht man dann auch immer an den interessanten Fibonacci-Leveln. Ich werde es auch so machen, dass eben je nachdem, wie wir es dann eben bei Bitcoin bzw. die Altcoin-Preise halt eben haben, eben nochmal das Portfolio ein bisschen umschichten werde, beim Bitcoin etwas, ja, Betrag halt eben etwas verringern werde und dann eben eher mehr in Altcoins gehe. Aber das muss man halt eben sehen, wie dann aktuell auch die Preise sind und die Dominanz so das, mitspielt. Ja. Das sieht man dann immer recht gut an der Prozentmarke und die Altcoins, wenn die austoppen, ist ja meistens dann so, dass dann wirklich die Luft raus ist, der so ein Zyklus immer zuerst. Ja, die Zyklen erst pumpt Bitcoin. Ändert sich halt immer wieder und da ist es genau. Absehbar, ja. Dann wollen die Wale nochmal Profite bei den Altcoins machen, quetschen die nochmal aus, was geht. Ja. Und dann kracht das ganze Ding in den Bärenmarkt. Ja. Genau. Ne, sind wir uns ja relativ einig. Einig. Gott, einig. Was laber ich für einen? Einig. Einig. So. Mann, ey. Das kommt davon, Alter, wir labern hier schon 38 Minuten, ne? Kommt mir gar nicht so vor. Ist gut. Ja, nee, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Zeit. War cooler Talk auf jeden Fall. Danke, gesagt, danke für die Einladung auf alle Fälle. Kein Problem, gerne. Lasst auf jeden Fall ein Video, ein Like da, abonniert die Jungs, abonniert, wer noch nicht meinen Kanal abonniert hat, abonniert auch gerne meinen Kanal. Ansonsten würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal, ihr habt das Schlusswort dann. Schönen Nachmittag euch noch, Video kommt Sonntag raus, mittags, gut, dann schönen Nachmittag auf jeden Fall noch. Wir hören uns dann zum neuen Update-Video. Stay Crypto, ciao, ciao. Und das Schlusswort würde ich sagen, mache ich noch ganz kurz die klassische Trading on Air, das Abschlusswort. Deshalb Trading on Air ist raus. Wir hören uns morgen mit einem Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.